Herzlich willkommen zu einer weiteren Spielevorstellung bei uns auf dem Kanal, sofort und gleich. Ja, ich zeige euch jetzt hier ein Spiel, das jetzt neu reingekommen ist, Crystal Soul Junge, Arena. wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann drückt gerne auf Abonnieren, direkt daneben auf das Glöckchen und auf Aktivieren und dann kriegt ihr immer eine neue Benachrichtigung, wenn wir ein neues Video hochladen. Zudem könnt ihr gerne mal ein Like da lassen, dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Leute, die Glock! Jo Leute, gucken wir mal rein. I'm Olivia Titanate. Scientist and I'm going to show you how to play in the arena. Gucken wir mal. Auf der linken Seite, das sind meine Lebenspunkte. Auf der rechten Seite sind die Lebenspunkte des Gegners. Klar, die gegnerischen Lebenspunkte müssen wir nach unten bekommen. Also, jede Runde mach ich Züge und der Gegner macht Züge und es wird in 4 Schritten vollzogen. Okay. Erste Runde ist natürlich Karten ziehen. 3 Karten. So jetzt the upper number is the card's combat power. Also das heißt, wir haben hier 2, 3, 3. Down in the next textbox we have the card's ability effect. Do you see these numbers? They are very important. They show you the power of the three enemy cards. Also der hat 1, 2, 2. Ich habe 2, 3, 3. Also, ist natürlich sehr gut. Drag this card to play it. You will receive one crystal if you damage the opponent. Hab jetzt den Ridor gespielt. In this step, you will summon your cards and will activate their abilities. Keep in mind, your card activates the ability after combat, so it will not activate now. The enemy does activate its ability. Ah, diese Karte, die ich gespielt habe, die ist jetzt hier auf dem Spielfeld. Da ist das andere. It will increase the power of this card by one receiver. So. Schauen wir einfach mal. 3 Power ist vom Gegner, 2 Power. Also ich habe quasi 3 zu 2, habe dann einen Schadenspunkt bei dem Gegner gemacht. Okay, alles klar. Abilities. Jetzt nach dem Angriff gibt es dann noch die Abilities. Und dann müssen wir mal schauen, was hier. If you damage or draw in combat, obtain one extra red crystal. Also ich kriege einen roten Kristall. Der erste Zug ist rum. Die ersten Karten sind gespielt. 3 Karten haben wir an der Zahl. Kriege ich jetzt wieder neue? Ah, ich kriege wieder neue Karten. Der hat jetzt 1, 1, 4. Das gefällt mir überhaupt nicht. Okay. A one power card and your enemy chooses. You are going to take so much damage. The key is to win. Also, jetzt müssen wir ein bisschen defensiver sein, weil er auch einfach, der hat eine Viererkarte. Wenn er damit durchkommen würde, würde ich jetzt bei den beiden Karten 3 Schaden kassieren. Deswegen muss ich den Dreier dagegen spielen. Okay, der Gegner muss, um diese Karte zu spielen, ein Leben hergeben. Dafür kriege ich aber auch ein Leben abgezogen. So. Okay. Wünscht mir jetzt viel Glück. Deck-Theme. Sacrifice.
Teamwork. Und was gibt's noch? Direct Damage. Sieht auch cool aus. Throttle. Mhm. The Panda. Eigentlich muss ich den hier nehmen. Eigentlich muss ich ja den nehmen. Komm, wir nehmen mal das Panda-Deck hier. Are you sure? Yes. Oh. Alles klar. Herr gleich. Geht ja gar nicht. Kann ich das gar nicht eintragen? Herr gleich YouTube. Okay. Ja, würde ich mal sagen, probieren wir einfach mal. Ist die Frage, ob es überhaupt Gegner aktuell gibt. Schauen wir mal. Gegen Maleko. Ich habe 2-1-1. 2-4-1, okay. Da habe ich sogar den ersten Schaden schon gemacht. Verstehe ich zwar jetzt nicht so ganz, aber gut. 3, 2, 2. Was hat er denn? 3, 4, 3. Macht ein Dreier. Macht mir überhaupt nichts. Bin trotzdem noch in Führung. Runde 3. Oh, das kann eigentlich nur gut werden. Ja. Jetzt haben wir schon 11, 13. Was gibt's denn da für Sachen? So, Tie Grounder. Und da muss ich natürlich das hier spielen. Zehn, 13 aktuell. Mhm.
Machen wir doch einfach den da. Runde 6. Aber dann 4er. Ich muss den Dreier spielen. Geht nicht anders da. Ja. Oh, jetzt hat er mir aber ganz schön Damage gemacht hier. Kann jetzt gut möglich sein, dass ich das tatsächlich dann zum Schluss jetzt noch verliere. Mit was kommt er denn da jetzt? Nein, auch den Einser. Ja. So, 7-7. Na, ist eine relativ lange Runde jetzt hier. Vier, eins, zwei. Okay, machen wir das mal. Nein! Auch 3 gegen 3. Oh mein Gott, das ist echt ein heißer Fight, den wir hier gerade ausfechten. 4-4. Egal mit was er jetzt kommt. Oh, das ist natürlich für mich super. Damit mache ich nämlich sogar 5 Leben und er hat danach nur noch 2 Leben. Sollte eigentlich so sein. Hat aber nicht funktioniert irgendwie.
Toll, was soll ich denn jetzt da damit anfangen? Ich spiele jetzt einfach den da. Ist sowieso stärker als seine stärkste. Das gibt's nicht. Was ein krasses, krass enges Match jetzt hier. Ich muss das hier machen, ich muss das machen. Oh, das ist gut. Damit gehe ich nochmal in Führung. Wenn er jetzt den Vierer spielt, jawohl, jetzt habe ich sie. Oder ihn. Oder wen auch immer. Das war's, würde ich sagen. Jawohl, ich habe es gewonnen. Puh, was ein krasses Match. Mit den Crystals habe ich noch nicht so ganz kapiert, wie das Ganze läuft. So, Leute. Also, nur ganz kurz zu diesem Spiel hier. Ist jetzt momentan in der absoluten Alpha-Beta-Phase, wie auch immer. Und der Entwickler hat bereits geschrieben, dass er hier auf alle eure Wünsche eingehen wird. Das hört man selten. Da gibt es einen Discord, da kann man sich bei denen melden, kann dann mitbestimmen oder Vorschläge machen, wie das Ganze, wie das Spiel sich weiterentwickeln soll, Events, Ideen und so weiter und so fort. Also auf jeden Fall cool. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn ich euch ein weiteres Spiel präsentiere. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.